Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Aber du bist nicht gewöhnlich. Du bist ein Hexer. Ja. Danke. Ja, willkommen zurück zu The Witcher 3, wo man einfach so dicht gelabert wird. Sehr schön. Hier kommt sie gleich. Da ist garantiert wieder irgendwie mal aufgestanden. Moinsen. Hier sind irgendwelche Ratten. Halt, nein, wir müssen wieder runter in die Arena. Nehme ich an. Kanalisation. Filter. Also ein Filter. Der Boden ist von einer beweglichen Türe abgenutzt. Hinter dieser Wand ist das. Oh, entschuldige, Geralt. Geralt. Ja, wir nehmen mal wieder alles mit. Okay. Pferdehaut, mysteriöser Brief. Okay. Ja, dann hätten wir das am wenigsten mal fertig. So. Siehst du wohl, hätten wir das nämlich auch geschafft. Ich. Verschüsse. Dumm-di-d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 umm. Ein bisschen müssen wir ja noch aufnehmen. Jo. Was war denn jetzt dieser mysteriöse Brief? Was haben wir denn da Nettes gekriegt? Minus 19. Aber das ist auch eine Stahlwaffe. Wir brauchen unbedingt mal ein neues Silberschwert. Aber dafür müsste ich mich erst um diesen Typen kümmern, der nichts alleine geschissen kriegt. Möchte ich das? Minus 1, minus 6. Axtkämpferhandschuhe. Gut. Ich habe ganz viel Bier. Mysteriöser Brief. Zusatz. Information. Danke. König Radovid ist mit deinen Leistungen nicht zufrieden. Du solltest die anderen Mitglieder der sogenannten Großen Vier beseitigen. Doch sie sind noch immer am Leben und wissen, welche Rolle du in dem versuchten Attentat gespielt hast. Das war nicht unsere Vereinbarung. Versteck dich vorerst an dem Ort, den dir der Bote nennt, der diesen Brief überbringt, und bleibe außer Sicht. Der König hofft, dass die Feindseligkeiten unter den Mitgliedern der Großen Vier das bewerkstelligen, woran du kläglich gescheitert bist. Ah. Okay. Weiß Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redaniern getroffen hat? Ich denke eher weniger. Könnt. Ich habe keine Ahnung. Ich war so schnell dran vorbei. So. Moinsen. Ist ja die reinste Scheißhausfliege. Mund halten und kämpfen. Umzingel ihn! Moin. Ich möchte hier kein. Es guckte mich die ganze Zeit blöd an. Reißt euch zusammen, Jungs! Lass mich raten, da kommen gleich wieder welche runter. Irgendwas bewegt sich wieder um. Ja! Finde ich super Plan. Voll krass. Erstmal einen Kampfschrei aushören. Ganz besonders da, wo man überhaupt nicht vermutet, dass da irgendjemand ist. So. Bitte. Ich mag Drachen, ja. Seid ihr zu blöd zum Kacken oder was? Ja, ich kann Feuer machen. Ui, da hat er einen Arm weniger. So. Hab ich irgendwas mit dabei? Das ist sehr viel später mit dabei.
Hat ein Silberschwert rein zufällig mit dabei? Sind da oben noch mehr? Oh, das ist ein Arm. Ich frag lieber nicht. Da geht's noch weiter nach oben. Oh. Ich wollte eigentlich das Schwert wechseln. Entschuldigung. Hier wurde grün gespielt. Hier haben wir nichts mehr, was wir mitnehmen können. Hier liegt zwar überall. Warum höre ich Glocken? Nein. Warum höre ich Glockengeräusche? Wenn ich gleich wieder rauskomme, bin ich denn gleich wieder irgendwo eingesperrt? Ja, das kommt eindeutig von draußen. Ui! Ha! Der lebt ja noch! Hoppala! Hallöchen! Hallöchen! Ich sollte mich umsehen. Ach, wirklich? Sage bloß. Oha. Ich glaube, wenn ich rauskomme, kriege ich gleich richtig Ärger. Ich habe sie ja halb tot geschlagen. Hey, hörst du mich? Oh nein, das wollte ich nicht. Lebst du noch? Bring mich nicht um. Hab ich nicht vor. Wer zum Teufel bist du? Hab unten Schreie gehört. Jetzt ist alles gut. Oh, oh. Geruch. Hilfst du mir? Du bist nicht schwer verletzt. Lass uns zuerst reden. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Also gut, schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bethlams Maulwürfen. Hm. Bist du einer? Nun, irgendwie schon. Und was hast du irgendwie rausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redaniern zusammen. Ich weiß nichts Genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Ach, pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Besser ist Bethlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Klar. Tschüss. Draußen aufpassen, da läuten irgendwelche Glocken. Nimm dann erstmal wieder alles. Ach, das ist ein Fenster. Ich hoffe, das wäre eine Tür. Mal irgendwas noch. Oh. Eine Wasserflasche beinahe übersehen. Wie konnte ich bloß? Irgendetwas, was ich noch mitnehmen muss? Nö. Was? Das ist ja das. Gut. So, jetzt muss ich wieder zum Händler. Händler meines Vertrauens. Moisen. Was kann ich? Hast du noch ein bisschen Geld? Hallo, willst du was verpfänden oder was kaufen? Zeig mir einfach deine Waren. Zeig mir, was du anzubieten hast. Das hier wollen wir auf jeden Fall ver... Oh, oh, da kein Geld mehr. Manu! Bis dann. Bis dann, Zeig, zeig es mal. Warum hast du gar keine Hose an? Warum denn nicht mit dir? Okay. Das wo haben wir auch schon. Hin? Ja, wo sieht's denn aus? Ich renne weg. Ja, junge Dame. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Jo. Du bist reicht's. Ich sehe gerade nichts. Dieses Haus. War das schon immer so schief? Nein, natürlich nicht. Es wurde gerade. Es wurde gerade gebaut, ja. Scheiße. Hast du ein Problem? Interessant. Was? So sagst du die ganze Zeit. Ist das interessant? Brauchst auch Geld, wie? Klar, der braucht nicht Geld. Blass. Mensch, hast Ui. Du Angst? Klar, ich habe vor alles um jeden Angst. Meine Wegfindung ist gerade verschwunden. Muss ich. Muss da eine runter. Ha!
Dann verschwindet die Wegfindung wieder, dann geht's immer wieder. Ups, Entschuldigung. Kreuz und quer. Oh Gott. Dieser Geruch hier in der Luft, kennst du den? Das ist verbranntes Fleisch. Das ist verbranntes Fleisch? Hey, ja. Moin. Du musst doch schwitzen wie ein Schwein. Oh nein, 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 nein. Das sind Brüste. Warum? Meine Damen. Entschuldigung. Nein, nein, nein. Ich will euch nicht sehen. Ich will. Nein! Verfluchte Hexenjäger. Und ich dachte, schlimmer kann's nicht werden. Moin. Das sind sehr viele. Hast du kurze Zeit? Hab ich. Was willst du? Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Ja. Mal. Hast du mit Redanien gebrochen? Sympathien haben damit nichts zu tun. Hurensohn hat sich mit unserer Vereinbarung den Arsch abgewischt. Das ist Verrat, in wessen Dienst er auch steht. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht, aber du. Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingelt's? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Ich, das Internet ist schon wieder ausgefallen, ne? Super. Augenblick, ich bin sofort wieder da. Keine Verbindung möglich. Sieh zu, dass du dich verbindest, Junge. Ach, das Internet heute wieder. Naja, gut, dann müssen wir eben halt ohne Internet erstmal weiterspielen. Okay, wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Was ist das denn hier Gutes? Oh Gott. Können wir uns da nicht einfach hin teleportieren? Dieses ständige Rinde geht mir langsam auf den Sack. Nein, ich sehe euch nicht. Ich sehe euch nicht. Okay, wo ist der nächste Wegweiser? Okay. Da bin ich alleine. Einfach nur geradeaus runter. Geradeaus runter, ne? Ja, geradeaus runter. Gut. Gerade auch so runter ist ein Wegweiser. Ich muss auch mal eben kurz nach dem Internet gucken. Wir müssen da am Arsch der Welt hin. Weizenfeld. So, ihr habt mal kurz den Ladebildschirm und ich gucke. Ach, Internet ist wieder da. Wundervoll. Verbindungsprobleme. Ach, was du nicht sagst. So, jetzt sind wir wieder da. Plötze, wo bist du? Oh, hallo Plötze. Ja. Ich hab dich auch lieb. Mein treues Gefährt. Was soll denn da? Fliegen verscheuchen? Da sind hoffentlich die Internetprobleme wieder. Ist mal unter Kontrolle? Hoffe ich. Sprich in Labe. Sprich im Lager der Widerstandskämpfer mit Bären. Wenn man die Stadt Jugend heutzutage. Alle weichen der Birne. Bin ich jetzt total bescheuert? Ich bin auch ein bisschen weichen der Birne. Also diese Wegfindung. Ich frag lieber nicht, wie ich so was hab. Mauern. Auf jeden Fall. Müssen wir jetzt mal kurz gucken, dass wir da irgendwo ein bisschen hinkommen. Ein bisschen, vor allen Dingen. Ui. Wir hätten eigentlich da lang gemusst. So. Komm, Gas. Moin. Komm schon, Plätze. Fällt mir gar nicht. Ich würde da keinen Schritt reingehen.
Ich suche Roche. Niemand hier, der so heißt. Sonst noch was? Verstehe. Und hinter dir? Ist das ein Bärenpflückerlager? Wir sind, Vogelkundler. Mhm. Lass mich raten. Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst? Nein. Nashornvögel sind hier nicht endemisch. Dies ist auch nicht ihr Zugziel. Bist du blind, Hortensio? Das ist Geralt, ein alter Freund von mir. Komm rein, Geralt. Jupp. Immer doch gerne. Geralt von Riva, gesund und munter. Vernon Roche, die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur, Temerien wird sich wieder erholen. Roche, ich kann sie nicht zurücklassen, ich... Du kannst und du musst, denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben, bitte. Wir sind fertig, wegtreten. Die kennen wir doch. Zweitens, mach mal dein Ding zu, dein Oberteil. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich, ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Jaruga kam, habe ich alles fallen gelassen und bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blathana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber? Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Ja, ist das nicht meistens immer so? Was machst du hier? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Hm. Ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Vernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt in einem Schachclub. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ein Schachclub? Wir zahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut. Zum Teufel mit grauem Haar. Ja. Also, aber von da sah das gerade ganz und gar falsch aus. Wie komme ich denn hier wieder raus? Du warst ich bin ein Held, ich verlaufe mich gerne. Da sehen sich die Weiber. Da. Hey, Plätze. So, mein wildes Ross. Warum müssen wir eigentlich neuerdings immer durch den Wald reiten? Das ist diese Wegfindung ja immer... Zum Musikwürfel rein. Ja, ich hab doch auf Springen gedrückt. Weiter so, Plätze. Plätze. Plötze, du sollst doch rüberspringen. Du bist ein Pony. Ob wir da durchkommen? Oh. Das ist aber eine Puppe. Es wird hier echt dunkel. Moinsen. Jop. König unter was weiß ich auch immer. Du kannst das hier nicht tun. Der Mann, den wir treffen wollen, wartet sicher schon. Herrliches Wetter. Oh. Zum Rumsitzen in der Kaserne. Ja, finde ich auch. Bereit? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Ja. Dein Kontakt. Wer ist das? Schlüpfriger Kerl.
Wären die Umstände anders, hätte ich nichts mit ihm zu tun. Oha. Heißt das, dass du ihm nicht vertraust? Ich vertraue niemandem. Auch dir nicht. Oh, danke. Ebenso. Gehen wir. Ich folge dir. Tschüss, bitte. Geh schon mal im Wald rumkuscheln mit dem Freundchen. Das ging jetzt schnell. Das hätten sie auch überspringen können. Irgendetwas stimmt nicht. Ja. Dann lass es uns rausfinden. Wir müssen da wieder kämpfen. Und den Typen da hinten kennen wir doch. Oh nein. Yeah. Schach. Matt. Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige, das es einem strategisches Denken lehre. Aber? Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Oh Gott. Hexer, weißt du, warum ich Schach spiele? Keine Ahnung, zur Übung, Zeit totzuschlagen, um Gesellschaft zu haben. Um Zeit totzuschlagen? Ich habe keine Zeit zu vergeuden, geschweige denn totzuschlagen. Aber? Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Oh Gott. Tadam, tadam, tadam! Ein Herz voller Leben. Ich schlage einen Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie. Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine? Klar. Ja, Majestät. Ich verstehe es jetzt. Du verstehst gar nichts. Du redest mir nur nach dem Mund. Das meinte ich nicht wirklich. Was du nicht sagst. Erste verborgene Wahrheit. Ein Monarch ist immer von Narren umgeben. Verstanden? Ja, das verstehe ich, aber ich muss mal eben... Warte mal, kann man... wie war das nochmal? Alt Y? Kann man das irgendwie auf Pause machen? Ja.